Achtung! Also, den haben wir ja diesmal richtig professionell gelegt. Ja! Und damit ein herzliches Willkommen zurück beim Let's Play von Bioshock Infinite. Elisabeth? Na klar. Genau. Hopp, aufmachen. Fertig. Sehr schön. Gut ausgewählt. Ich dachte schon, da wäre irgendwas mit einer Katze. Bruderherz, was Comstock nicht verstand ist, dass unsere Vorrichtung ein Fenster ist, nicht zur Prophetie, sondern zur Wahrscheinlichkeit. Aber durch sein Geld konnte das Lutessfeld zum Lutessriss werden, zu einem Fenster zwischen zwei Welten. Einem Fenster, das uns beiden ermöglichen könnte, endlich zusammen zu sein. Ah. Also ist es eigentlich Bruder und Schwester, die sich aber so lieben, dass sie, naja, sich nicht als Geschwister lieben, sondern als Frau und Mann. Erhöht die Magazingröße aller Waffen um 50%. Das ist gar nicht mal schlecht. Was habe ich nochmal? Bei Nahkampfschaden 50%ige Chance, Feinde in der Nähe zu verbrennen. Nö. Na gut, dann gehen wir doch mal hier nach unten. Was ist das? Colored Comic Supplement. Divot and Duke in Burden of Strange. Divot, hate this gun heavy. Duke, a true patriot as always alert. Ella. Da gibt es noch was zu hören. Sehen wir uns unten um. Steht hier vor? Zu den Waffen, Brüder! Gut ausgewichen! Verdammt! Ja. Auch nicht schlecht. Geldtaschen. Hat sich reingeschlichen, als die Box den Laden auseinandernahm und hat meine Kleine entführt. Er hat sie in der Salty Oyster eingesperrt, seiner versteckten Kammer, wo er all seine Schätze aufbewahrt. Man braucht nur den Knopf unter der Kasse zu drücken, um sie zu öffnen. Aber... Den Knopf unter der Kasse? Knopf unter der Kasse? Hier ist kein Knopf. Ha. Komisch. Am Boden vielleicht. Sieht nicht danach aus. Okay, raus hier. Nein! Der ist aber komisch runtergefallen. Überraschung! Ich hab weg! Aua! Okay, das war's dann auch wieder mit euch. Mit dem Stuhl hier näher ranbringen. Gut. Die verriegeln sich, wenn wir durchgehen. Es gibt kein Zurück. Tja.
wie sagt man so schön, immer nach vorne blicken. Geheilt! Ja. Kriegst du es auf? Ein einfaches Kombinationsschloss. Angeblich bewahren die meisten Narren die Kombination ganz in der Nähe auf. Hoffentlich geraten wir an so einen Narren. Es ist ihr Zuhause. Wer, wenn nicht sie, soll es schützen? 2940. Ist das extra? Was zur Hölle? Wo denn lang? Ich verstehe nicht. Ich verstehe nicht. Ich Affe. Uck, uck. Was muss ich machen? Das hat auch nichts gebracht. Die hat auch nichts. Das könnte es sein. Ah. Wieso warst du so scharf darauf, Schlösser und Codes zu knacken? Wenn man jemanden einsperrt, entwickelt er ein Interesse an solchen Dingen. Vermutlich. Und ich lass mich nicht mehr einsperren, wo... Mami. Elizabeth. Ich will hier weg. Elizabeth, du... Versprich es. Ich werde ihn stoppen. Nein. Nein? Dieses Versprechen kannst du nicht halten. Aber bitte, wenn es so kommt, lass nicht zu, dass er mich zurückbringt. Dazu kommt es nicht. Okay. Und diesmal lüge ich dich nicht an. Vielleicht sollte man sowas auch noch dazu sagen. Arme Kind. Armes Mädchen. Arme Frau. Was ist es überhaupt? Vielleicht dachte das Mädchen, dass nach Fitzroys Tod alles zu Ende sein würde. Aber es gibt noch mehr von ihrer Sorte. Was? Ducke ich mich gerade? Sieh mal, die Vox nehmen hier alles auseinander. Scheiße. Wir müssen da mal hier raus. Ja. Los, Mosquito. So nicht. Ach du Scheiße. Zwei Stück von denen? Nein. Was? Oh oh. Danke. Wow. Oh.
da sicher? Na komm schon. Zack, zack und bye bye. Und da sind die nur noch ein Haufen Asche. Aua. Wer wagt es? Really? Hier, bitte! Perfekt getimt. Aua. Achtung! Also, den haben wir ja diesmal richtig professionell umgelegt. Was gibt's diesmal? Bei Nahkampfschaden 50%ige Chance, Feinde in der Nähe zu schocken. Opfer sind 2 Sekunden lang verwundbar und nehmen 50 Schaden. Wow. Du! Was ich schieße jede einzelne Rakete ab, die du schießt. Das schwöre ich. Nein, vielleicht auch nicht. Nein. Hä? Wo ist er? Leck mich! War doch beinahe. Also, ich war mir sicher. Achso, hoppala. Na komm schon! So schön. Komm her damit. Vielen Dank. Heilige Scheiße, kannst du gut werfen. Los. Mach! Bitte sehr! Los! Kommt! Hoppa! Ich glaube, wir haben es geschafft. Oh. Okay. Egal. Ist das auf, Elisabeth? Ich probier's mal. Erledigt. Wir sollen hier zwar nicht lang, aber ich gehe hier lang. Ich bin ein Rebell. Ich hab Geld gefunden. Oh, danke. Seltsamer Ort. Noch gibt es hier aber nichts. Nun gut. Habe ich dich noch entdeckt? Habe ich dich noch entdeckt? Doch, dich hab. Wow. Wir haben aber viel Geld. Okay, wir sollen da hoch. Und jetzt? Hier entlang.
oben entlang. So, Comstock aus. Wohin will er? Dahin will er. Das kann nicht der richtige Weg sein. Ist das hier dann der richtige Weg? Ja, dann sind wir ja wieder hier. Hä? Ah. Da ist die Linie. Dann sagt ihr etwas anderes. Da. Da, wo Comstocks Haus vielleicht steht. Oh, oder auch nicht. Yo. Schockdauerhilfe erhöht die Dauer von Betäubung. Oh, das ist sehr gut gegen Fettis. Sehr schön. Voll ausgebildet. Was? Verbilligter Versand erhöht die Schilddauer, drücken und verringert die Salzkosten, halten. Absenderhilfe verleiht die Fähigkeit, auf dich gerichtete Munition zu absorbieren und einzusammeln? Ich weiß zwar nicht, was das ist, aber ich nehme es einfach mal. Gut. Das ist wahrscheinlich eine Fähigkeit, die uns fehlt. Mist. Vielleicht war das gar nicht so schlau. Bitte sehr. Danke. Naja. Jetzt verstehe ich wenigstens, warum du im Trailer kurze Haare hattest. Auch wenn du mit langen schöner aussahst. Das ist schöner. Okay. Was uns hinter diesem Tor erwartet. Ob wir dort wirklich Comstock finden werden. Wie soll sich die Stadt je davon erholen? Am besten gar nicht. Das war sehr nett gesagt. Aber wir müssen uns auch mehr erholen. Also sage ich damit, Hause Leute, bis zur nächsten Folge.